Leute, liebe Freundinnen und Freunde, ich heiße Sie alle herzlich willkommen im Kulturhaus Kassos beim Verband der Europäischen Italienischen Fachleute e.V. Mit dieser Ankündigung eröffnen wir offiziell die 5. Reihe der Deutsch-Armenischen Kulturtage in Berlin. 5 Jahre lang hat unser Verein Veranstaltungen wie Konzerte, Ausstellungen, Vorträge, Filmvorführungen gemacht hier. 5 Jahre lang mit unseren treuesten Helfern, Gehilfen und Gehelferinnen und Helfern, mit unseren Freundinnen und Freunden konnten wir die armenische Kultur irgendwie hier präsentieren, beibringen. Allerdings, wir haben immer die hohe Kunst hier in diesen Räumen ausgestellt. Die Grundlagearbeit haben wir versäumt. Wir haben mit hoher bildender Kunst angefangen, mit abstrakter armenischer Kunst angefangen, ohne den Leuten zu übermitteln, was Armenien ist. Wie sind die Leute? Was ist Armenien? Wo liegt Armenien? Welche Traditionen, Sitten, Bräuche haben die Leute? Besser später als nie. 5 Jahre später haben wir das jetzt nachgeholt. Wir haben zusammen mit dem Diaspora-Ministerium der Republik Armenien diese wunderschöne Ausstellung initiiert. Die Ausstellung trägt den Titel Quer durch das Land der Armenier. Hier sind, wie Sie sehen, quasi 2 Serien der Bilder. Schwarz-Weiß-Fotografie, das eher zur Kunst zuzuordnen ist, und eine Farbfotografie, die eigentlich wie ein Protokoll des Landes Armenien ist. Heute werden wir unsere 2 Kuratorinnen, eine Kuratorin und einen Kurator hören, die uns das Land näher bringen werden, die eben erläutern werden, welche Akzente Armenien hat, welche Vorteile Armenien hat und was sie in diesem Land erleben können, wenn sie dort mal sich entscheiden zu reisen. Und so, in diesem Kontext, erkläre ich die Deutsch-Armenischen Kulturtage geöffnet. Und in diesem Kontext will ich auch unsere Ehrengäste hier mal vorstellen. Das ist Frau Franke, Bezirksstadträtin Berlin-Lichtenberg, die vertretend anstelle des Bezirksbürgermeisters Michael Grunst ist. Hier ist unser lieber, mit einem Applaus, hier ist unser lieber Schirmherr, Herr Professor Dr. Martin Petzold, der jedes Jahr treu in unseren Veranstaltungen ist und uns, wie sagt man da, verschirmherrt. Und hier ist noch ein anderer Ehrengast, das ist der Botschafter der Republik Armenien, Herr Ashot Sambatyan. Wieder um Applaus. Hier sind auch unsere Kuratoren. Herr Harutyun Grigorian, bitte nach vorne. Auch vertretend als offizieller Vertreter des Landes Bergkarabach, sprich Artsakh. Hier ist noch unsere charmante Kuratorin Gayane Arakelian, die heute ihr Buch Kochars Fotokunst hier präsentieren bzw. darstellen will.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich übergebe jetzt das Wort an Frau Franke und dann der Reihe nach an Herrn Petzold, an Herrn Sebastian und dann kommen unsere Kuratoren dran. Danke. Ja. Herzlichen Dank. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrter Herr Minassian, sehr geehrter Herr Grigorian, sehr geehrte Frau Arkelian und besonders herzlich begrüße ich Herrn Professor Dr. Petzold und Sie natürlich, liebe Gäste, die Sie den Weg heute hier in diese Ausstellung gefunden haben, wo es warm ist, wo es schön ist. Ich habe überlegt, als ich hierher gefahren bin oder als ich davon gehört habe, dass ich den Bezirksbürgermeister Grunz hier vertreten soll, von dem ich Sie alle sehr herzlich grüßen soll, was mich mit Armenien verbindet. Mich verbindet mit Armenien in allererster Linie Alina Petzold. Alina Petzold ist eine Lichtenberger Frau gewesen. Ich hatte die Ehre, sie kennenzulernen. Viele von Ihnen kennen sie. Ich habe sie gemocht und sehr geschätzt, so wie Sie auch. Und ich habe sie vor allem deshalb geschätzt, weil sie wie ein Wirbelwind durch diesen Bezirk gesaust ist und sehr viel getan hat für die Völkerverständigung, für die Kultur, für das gemeinsame Verstehen der Armenier und der Deutschen hier in Lichtenberg und darüber hinaus. Zu den Veranstaltungen, die Alina Petzold durchgeführt hat, sind viele Menschen gekommen. Ich habe sie immer eingeladen. Und besonders, man sieht es auch, sie hat immer gesagt, Frau Franke, da gibt es ganz tolles armenisches Essen. Ich habe es leider nicht zum Essen geschafft, aber vielleicht kocht der Herr Petzold mal armenisches Essen und dann komme ich gerne. Mit Herrn Minassian habe ich über das Jubiläum gesprochen, das wir in diesem Jahr feiern. 5 Jahre deutsch-armenische Kulturtage und er hat mir auch nochmal gesagt, der Gedanke war von Alina Petzold, an der Umsetzung dieser deutsch-armenischen Kulturtage haben viele Menschen einen großen Anteil, viele von denen, die das seit 5 Jahren unterstützen oder auch in jüngerer Zeit sind heute hierher gekommen. Zu einer wunderbaren Ausstellung, ich habe sie schon gesehen, wir bekommen sie gleich erläutert von den Kuratorinnen dieser Ausstellung. Insbesondere freut mich auch, dass es eine Schwarz-Weiß-Präsentation gibt im Rahmen dieser bunten Ausstellung über dieses bunte Land Armenien und ihre Menschen. Und ich freue mich darauf, heute wieder etwas weiteres über Armenien zu lernen. Uns allen wünsche ich einen schönen Abend und übergebe das Wort an Professor Dr. Petzold. Vielen Dank, Frau Framke, für die freundlichen Wörter. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Michael, Ihre Exzellenz und vielen Dank an die Kuratorin für diese wunderschönen Bilder und die Möglichkeit, heute an dieser Ausstellung auch teilnehmen zu können. Ich habe mit dem Bezirksbürgermeister Michael Kunst wieder sehr gern die Schirmherrschaft für die deutsch-armenischen Kulturtage übernommen und freue mich auch, dass Sie nochmal deutlich gemacht haben, so ein bisschen die Geschichte dieser deutsch-armenischen Kulturtage ist und möchte da auch nochmal ausdrücklich dir, Michael, und dem Verein herzlich danken für ein unglaubliches Engagement, was ihr zeigt in der Erstellung dieses Kulturprogrammes ja über mehrere Wochen, was ihr über viele Jahre auch an Völkerverständigung, an Brückenbrauen bauen für Armenien hier auch in der Bundesrepublik Deutschland gemacht und an Engagement entwickelt habt und das ist höchst beachtlich. Man muss sagen, wenn man das sieht, auch heute wieder die Gäste, die zu dieser Vernissage gekommen sind, dann ist es, glaube ich, schön, wenn man auch feststellen kann, dass viele mit armenischem Hintergrund hierher kommen, aber auch viele aus Karlsruhe oder aus der Umgebung, die sagen, ich möchte mehr über dieses wunderschöne Land erfahren. Und eigentlich müsste man sagen, so wie Sie das angesprochen haben, Frau Franke, eigentlich muss man sagen, Sie sollten nach Armenien fahren, um diese Wunderschönheit dieses Landes, diese Gastfreundschaft auch, diese Herzlichkeit der armenischen Menschen kennenzulernen und diese Herzlichkeit, die einen dort erwartet. Das ist aber rein logistisch und zeitlich vielleicht nicht immer möglich. Und deswegen war ja auch die Idee, Michael zu sagen, wir zeigen mal ein bisschen was von der Landschaft und von der Vielfältigkeit auch Armeniens.
Und ich finde, dass man wunderbar im Kaukasus in Armenien sehen kann, wie die unterschiedlichen Kultureinflüsse sich dort widerspiegeln und wie etwas Großartiges entstanden ist in einem durchaus herausfordernden Umfeld. Ich glaube, wir wissen, was da gemeint ist, und wünsche mir sehr für die Region, um das auch mal politisch aufzunehmen, dass es natürlich gelingt, dort einen nachhaltigen Frieden zu realisieren und vor allen Dingen auch diese großartige Demokratiebewegung, die jetzt in Armenien eingesetzt ist, auch zu unterstützen und damit auch eine Form von Perspektiven für die Menschen in Armenien bewegen und damit auch zu zeigen, dass Armenien seinen Platz in der Gesellschaft, in der Welt findet. Zwischen Europa und der ehemaligen Sowjetunion ist das ja nicht ganz so einfach. Unser Botschafter hier hat immer ja diese Interessen Armeniens auch sehr aktiv und engagiert vertreten. Und ich bin selber ja auch als ehemaliger Bundestagsabgeordneter sehr stolz, dass uns gemeinsam mit Ihnen allen, die hier waren und auch auf Ihren Ebenen dafür geworben haben, dass auch die Bundesrepublik Deutschland ihre Verantwortung wahrgenommen hat und im Jahr 2016 das, was in den Jahren 1915 passiert ist und danach als Völkermord, als Genozid zu bezeichnen, das war, glaube ich, für die Armenier und für die Identität von denen, die einen armenischen Hintergrund haben, ein unglaublich wichtiges Zeichen. Das, was bei Kulturtagen elementar ist, und das ist ja auch der Ansatz, Michael, ist zu sagen, wir bieten die Möglichkeit über Bilder, über Ausstellungen, über Konzerte, ein großartiges Konzert erwartet uns ja noch im Rahmen dieser Kulturtage, die armenische Kultur besser kennenzulernen. Üblicherweise habt ihr dann ja auch immer armenisches Essen da, Frau Franke. Das ist wahrscheinlich die bessere Empfehlung, als wenn ich koche. Ich hab viel versucht von meiner Mutter zu lernen, aber das Talent zum Kochen habe ich dann leider nicht. Jeder Mensch hat begrenzte Talente. Und daher würde ich Ihnen doch empfehlen, dann zum Konzert zu kommen und dort dann das wunderschöne armenische Kebab und die wunderschönen Salate zu essen, die aus diesem wunderbaren Restaurant Yerevan gleich um die Ecke aus der Tresco-Allee kommen. In dem Sinne, ich bin selber sehr gespannt, was Sie an Hintergründen zu erzählen haben. Ich habe vieles von dem, was ausgestellt wurde, viele Orte sehen können und nicht alle. Auch Karabach ist ja für mich bis heute etwas schwer zu bereisen, wenn ich das mal mit einem Schmunzeln sagen darf. Und wünsche mir eben sehr, dass das gelingt, dass dort in der Region Armenien auch seinen Platz findet, dass es jetzt gelingt, diese unglaubliche Kraft der Revolution von der Straße friedlich mit so einer Energie und einer Freundlichkeit auch umzusetzen und dass weiter dieses positive Gesicht Armeniens, Michael, durch deinen Verein, durch euren Verein auch transportiert wird. Und dann freue ich mich schon drauf auf die nächsten Veranstaltungen und auf den heutigen Abend. Vielen Dank. So, bevor ich das Mikro auch an unseren Kuratoren gebe, bitte ich den Botschafter an das Mikro. Und dann haben wir eine kleine musikalische Pause und dann machen wir weiter. Hokeshnur Haishsurt, sehr geehrte Frau Franken, lieber Herr Professor Petzold, Hargiri Baron Minasyan, Hargiri Baron Grigorian, Bibina Rakelian, Sirili Hayrner Gitzler. Ուրախ եմ այսօր այստեղ գտնվելու համար եւ շնորհավորում եմ ձեզ բոլորին այս հրաշալի միջոցառման համար։ Ուրախ եմ նաեւ, որ արդեն ավանդույթ է դարձել հեմա կազմակերպության կողմից Լիխտենբերգում, Բեռլինի Լիխտենբերգ շրջանում հայ-գերմանական մշակութային օրեր իրականացնելու այս լավ նախաձեռնությունը։ Ուրախ եմ նաեւ, որ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությունն է աջակցում այս ծրագրին եւ տեսնում այս հրաշալի նկարներով դուք փորձում եք Հայաստան բնությունը եւ բնության այդ ողջ հարստությունը իր հարուստ մշակույթով գերմանացի եւ ինչու ոչ նաեւ մեր հայրենակիցներին այստեղ ներկայացնել։ Ձեզ անձամբ նույնպես դիքին առաքելյան շնորհակալություն, որ կազմակերպել եք եւ կուրատորն եք այս ցուցահանդեսին։ Սա առաջին միջոցառումն է, որքան գիտեմ 4 նաեւ գլխավոր դեր միջոցառումներ շարունակվել են։ Մաղթում եմ ձեր կարույցին եւ ձեզ բոլորի հաջողություն եւ հուսամ, որ շատ հնարավորինս շատ հանդիսատեսներ կարողանաք միշտ այստեղ բերել, դրանով իսկ Հայաստանի հարուստ մշակույթը
aber mit mir hier mit ein Haus mich auch unter die Jarangution, wo mich Bolores Apartament, Karovanak, Patkar, Patkarli, Dorf, Nerkasnel, Germanzi, haben die Satzit. Schnorakalzum, Bolor Karmaki Pischnerin, vielen Dank auch für Ihre Unterstützung. Danke, dass Sie diese Tradition auch schon praktisch zum 5. Mai, richtig, unterstützen. Und vielen Dank natürlich auch unserem Schirmherr, dass er so weiterhin unterstützt. Vielen Dank nochmal. Danke. Jetzt haben wir mal eine kleine musikalische Pause. Und bevor unsere Violinspielerin die Violine auspackt, möchte ich mich ganz herzlich bei unseren allen Sponsoren, unseren Schirmherren, unseren Mitwirkern, Helfern, Erhilfen, allen bedanken. Und namentlich dem Kulturamt beim Bezirksamt Berlin-Lichtenberg, ganz herzlichen Dank. Dem Bezirksbürgermeister, Herrn Grunst, Michael Grunst, unser Schirmherr, ganz herzlichen Dank. Herr Professor Dr. Martin Petzold, Ihnen ganz herzlichen Dank. Und natürlich nicht zu allerletzt Kulturhaus Karlshorst, Frau Krüger, Frau Kirch. Sie haben in Rat und Tat uns sehr geholfen. Tag und Nacht war das Telefon zu erreichen und unsere Sonderwünsche auch zu erfüllen. Dafür noch einmal Applaus, bitte. Und natürlich herzlichen Dank extra auch unser Restaurant Jerewan, unser Freund, unser Sponsor. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Mitwirkenden vom Diaspora-Ministerium der Republik Armenien, weil das Ministerium hat tatsächlich die Regierung der Armenien in Vertretung vom Diaspora-Ministerium hat zum ersten Mal uns in unseren Veranstaltungen gesponsert und das kann man als Zusammenarbeit zwischen Armenien und Deutschland bewerten oder ähnlich. Ich bin kein Politiker. Auf jeden Fall ist das ein Projekt, das zusammengekommen ist durch unseren Knotenpunkt AIAE e.V. So, jetzt überlasse ich das Feld unseren Künstlern. Danke.